Das ist eine Kabbala Vedanta Network Produktion 2015. Es scheint, als sei heute derjenige, der sich mit der Tradition befasst, einer, der sich mit alten, aus der Mode gekommenen Gepflogenheiten beschäftigt. Und wenn so jemand daherkommt und auf die Wichtigkeit der Tradition hinweist, wird sowas leider oft als unangebracht empfunden. Dabei meint das Wort Tradition eigentlich die Überlieferung, die den Menschen durch Überzeugungen gezeigt wird, so wie sie in ihren Glaubensvorstellungen, Bräuchen und Sitten über sehr lange Zeit hinweg erhalten geblieben sind. Dass man im Namen einer Urtradition in der Vergangenheit bestimmte Zwangsmaßnahmen als notwendig rechtfertigte, sehen wir an all den Zerstörungen, die im Namen der Gespenster irrsinniger Ideologien verursacht wurden. Und leider wird heute viel zu oft die wahre Tradition unserer Mutter Erde mit solchen Wahnvorstellungen verwechselt. Doch wenn wir die Tradition als eine Emanation des Logos, als symbolisches Urprinzip der Erde erkennen, so wird uns bewusst, dass Tradition etwas ist, das nicht von außen, sondern in uns wirkt. Die Wörter Tradition und Kultur stehen nahe beieinander. Sie sind sogar untrennbar mit dem jährlichen Vegetationszyklus auf der Erde verbunden, da der Mensch, um zu leben, aus diesen Zyklen seine notwendigen Handlungsmuster ableitet. Alle bis heute erhalten gebliebenen Fruchtbarkeitsriten und Gebräuche sind in diesen Kreisläufen eingeflochten. Unter den wärmenden Einwirkungen des Sonnenlichts, den wasserbewegenden Mondzyklen, den feinstofflichen Strahlen der Gestirne wird alles Leben aus der Erde hervorgebracht, um schließlich wieder in Mutter Erdes Schoß zu versinken. Nicht wir Menschen haben Tradition, sondern die Tradition hat gewissermaßen uns Menschen. Nur heute leider oft so, wie eine zerstörte Stadt ihre Einwohner hat. Eine stimmige Tradition aber trägt die Menschenseelen so, wie ein Blatt von einem Strom getragen wird. Missglückte Traditionen, um sie einmal so zu nennen, sind wie vergiftete Flüsse, wo auf trübem Wasser der Schaum menschlicher Niederlagen getragen wird. Und das sind Flüsse, die in Meere münden. Und dabei ist dieses Bild nicht nur eine Metapher, sondern sogar sehr real. Das sehen wir zum Beispiel an den Namen Blaue Donau oder Blauer Nil. Erst mit der Begradigung der Flussläufe verfärbten sich die Flüsse braun. Und so scheint es wiederum mit der verfälschten Tradition erfolgt zu sein. Man dichtete der Tradition bestimmte Regeln an, begradigte sie sozusagen und nahm ihr den natürlichen Fluss. Könnten wir aber nicht wieder zurückkehren zu den Ursprüngen, zu den Quellen der Urtradition unserer Erde? Was sind diese Ursprünge? Der wissenschaftliche Autor Dr. Manfred Ehmer hat sich in seinem Buch »Gaia – Porträt einer Göttin« bemüht, das verschüttete Wissen über unseren Planeten Erde wieder sichtbar zu machen. Im folgenden Interview spreche ich mit ihm über eine neue Spiritualität der Erdverehrung. Herr Ehmer, das wahre Wissen über unseren Planeten Mutter Erde scheint heute immer mehr verloren zu gehen. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Es war der sogenannte wissenschaftlich-technische Fortschritt der letzten 3, 4, 5 Jahrhunderte, der die Menschheit immer weiter von der Erde weggeführt hat, immer weiter von den Lebensgrundlagen weggeführt hat. Die alten heidnischen Völker Europas hatten noch ein klares Bewusstsein von der lebendigen Erde. Das war auch in ihrer heidnischen Religion begründet.
Und gerade die sogenannte Aufklärung, die Wissenschaftlichkeit seit der frühen Neuzeit, hat uns immer weiter weggeführt, sowohl von der Spiritualität als auch von dem direkten Bezug zur Erde. Heute leben wir in Lebenswelten, die zunehmend künstlich sind. Wir sind umgeben von künstlichen Stoffen, von Plastik, von anderen Sachen und haben einfach die Lebensgrundlagen verloren. Dadurch ist uns auch Gaia, die Erdgöttin, verloren gegangen. Das heißt, der Begriff Muttergöttin Erde wird in den Bereich des Aberglaubens abgeschoben. Und gab es da einen Zeitpunkt, an dem das stattgefunden hat, einen Wendepunkt sozusagen? Dieser Wendepunkt liegt sicherlich schon im Mittelalter oder in der frühen Neuzeit. Aberglaube ist nichts anderes als ein Wort für heidnischer Glaube, allerdings in entstellter Form. Es ist der heidnische Glaube in einer stark entstellten Form. Das hat sich bis auf den heutigen Tag als sogenannter Aberglaube überliefert, aber ursprünglich war es etwas anderes. Interessanterweise hat im 20. Jahrhundert, in den 20er Jahren oder auch schon um die Jahrhundertwende, eine sogenannte wissenschaftliche Aberglaubeforschung, eine Erforschung des Aberglaubens stattgefunden im Rahmen der sogenannten deutschen Volkskunde. Und in diesem Bereich kann man viele Ansätze finden, die auf alte Vegetationsmythen, auf alte Mutter-Erde-Verehrung zurückgehen. Und das habe ich unter anderem auch in meinem Buch versucht, an konkreten Beispielen zu zeigen. Aha, können Sie da was nennen, ein Beispiel geben? Ja, beispielsweise Saat- und Erntebräuche, alles, was sich um die Landwirtschaft drehte. Beispielsweise, wenn die alten Finnen bei der Aussaat, beim Pflügen des Bodens, die Akka, die Mutter Erde, die Ackermanterin, angerufen haben. Ich habe zahlreiche solcher Hymnen in meinem Buch zitiert. Und das zeugt davon, dass auch ein Kultbestand bestanden hat. Also, dass diese Hymnen in einen Kultus eingebunden waren, bei dem es primär um die Göttin Erde ging. Das heißt, die Landwirte kannten nicht nur die Zeitpunkte der Aussaat, sondern sie mussten auch wissen, in welchem Verhältnis die Erde zu den Gestirnen steht. Die hatten auf jeden Fall ein großes astronomisches und kalendarisches Wissen. Dieses Wissen geht zurück bis auf die sogenannte Megalithzeit, die ich ja auch in meinem Buch etwas gestreift habe, die Zeit der großen Megalithbauten in Europa. Diese Megalithbauten besitzen ja bekanntlich auch selber astronomische Bezugspunkte. Es ging um den Sonnenlauf, der ja im Grunde der Erdlauf auch ist um die Sonne herum. Und das war gerade für einen landwirtschaftlichen Kalender notwendig, dass man über solche Messungen verfügt hat. Und deshalb gehen auch in die Megalithzeit die allerältesten Mutter-Erde-Kulte zurück. Kann man auch sagen, dass diese Megalithkulte oder landwirtschaftlichen Kulte, die abgestimmt waren auf die astronomischen Bewegungen, auf die astrologischen Bewegungen, auch außerhalb Europas existierten, auf anderen Kontinenten? Die haben auch außerhalb Europas stattgefunden. Ein heute auch noch sehr populäres Beispiel sind die Indianer Nordamerikas. Die waren ja nicht, wie in den Wildwestfilmen oft dargestellt, Nomaden gewesen, sondern waren zu 90% Ackerbauern gewesen. Das war ein Megalithvolk, ein steinzeitlich lebendes Volk, das von Landwirtschaft gelebt hat. Und die Mutter-Erde-Religion der Indianer wird heutzutage auch zwar oft romantisiert, aber tatsächlich hat sie bestanden. Und das ist ein außereuropäisches Beispiel für solche Mutter-Erde-Kulte. Man findet die Beispiele aber in allen großen Menschheitskulturen. In Indien, ich habe beispielsweise einen vedischen Hymnus an die Göttin Erde zitiert, in diesem Buch, auch noch in einer zweiten kleinen Veröffentlichung. Es gibt in Indien eine ganz alte Tradition der Mutter-Erde-Verehrung, aber auch im alten China, Stichwort Geomantie, selbstverständlich auch bei den Indianern Südamerikas und in allen großen Menschheitskulturen gab es ursprünglich eine Mutter-Erde-Religion. Jetzt haben Sie den Begriff der Geomantie erwähnt. Das ist ja eine Wissenschaft der Erdweissagung, wenn man so will. Ist das richtig? Ja, auch. Das Wort Geomantie ist eigentlich doppeldeutig. Man versteht darunter teilweise die Weissagung aus dem Erdelement. Man versteht aber auch unter Geomantie
das Aufspüren von sogenannten Kraftorten oder Kraftpunkten. Dem liegt die Vorstellung zugrunde, dass die Erde ein Meridiansystem hat, dass es da Kraftkanäle gibt und es sich an bestimmten Punkten überschneidet. Im alten China war diese Art von Geomantie sehr hoch entwickelt und man hat die ganze Architektur, die Städteplanung, die Planung von Bauten und Häusern sehr stark an solchen geodätischen Linien oder an solchen geomantischen Kraftpunkten ausgerichtet. Also wenn man solche geomantischen Punkte kannte, dann setzt das ja voraus, dass es Leute gab, die diese Punkte erstmal finden mussten. Weil man kann es ja nicht berechnen, man kann ja solche Kraftzonen, solche geomantischen Kraftpunkte nicht berechnen. Und heißt es vielleicht, dass Menschen, die gewisse mediale Fähigkeiten haben, solche Kraftpunkte gefunden hatten? Und gibt es dann eine Verbindung zwischen den Erdkräften und Weissagung oder Hellsichtigkeit zum Beispiel? Ja, also das Finden von Kraftorten war ganz bestimmt mit medialen Fähigkeiten verbunden oder zumindest mit einem starken Gespür für die Erdenergien. Manche Menschen haben oder hatten dieses Gespür von Natur aus. Für diejenigen, die das weniger hatten, gab es aber auch schon immer Hilfsmittel. Die einfachsten geomantischen Hilfsmittel, die bekannt sind, ist die Wünschelrute, teilweise auch das geodätische Pendel. Und damit konnte man quasi seine eigene Sensibilität verstärken und solche Kraftorte aufspüren. Dann ist es oftmals auch so gewesen, dass die Weissagung für eine bestimmte Gottheit, zum Beispiel für Apollo, durch Erdenergien gefördert worden ist. Das war jetzt keine direkte Erdweissagung, aber die Erdkräfte waren quasi ein Stimulans. Sie haben diese prophetische Gabe stimuliert. So ist das zum Beispiel zu beobachten bei den Mysterien von Eleusis, also den sogenannten Demeter-Mysterien. Da saß die Priesterin, die Pythia, direkt über einem Erdspalt, aus dem Dämpfe hervorquollen, und sie war in direkter Berührung mit Erdenergien, da ja Delphi selber auch ein geomantischer Kraftpunkt ist. Und diese Erdenergien haben ihr geholfen, mit dieser Gottheit in Verbindung zu treten. Mit Apollon? Zum Beispiel in dem Fall mit Apollon, ja. Also interessant ist ja der in der griechischen Mythologie erwähnte Python, dieses Urreptil, das einst das Orakel von Delphi bewachte oder dort sein Unwesen trieb und dann durch den Sonnenkönig Apollon mit seinem Schwert getötet wurde, zerstückelt wurde und die Teile fielen in die im Orakeltempel befindliche Erdspalte. Dort angeblich faulte dann diese Python und die Faulgase stiegen nach oben und über der Erdspalte saß auf ihrem Tripod die Orakelpriesterin Pythia, die durch diese Gase in Trance geriet und weissagte. Ja, das mit Python ist nochmal eine eigene Sache. Der Python war ja gewissermaßen die heilige Schlange oder der große Drache. Das war eigentlich das Kulttier der Göttin Erde gewesen. Wiederum aber die Besiegung, die Bezwingung dieses Drachens durch Apollo zeigt einen Punkt auf, den ich auch sehr stark unterstrichen habe in diesem Buch, nämlich Sieg des Patriarchats über das Matriarchat. Es wurde quasi das Kulttier des Matriarchats, die große Schlange, wurde getötet von einem sogenannten Sonnenhelden, der dann quasi die Position der Mutter Erde als Hauptgottheit übernommen hat. Und dann blieben halt nur noch die Reste dieses großen Drachen übrig. Also in meiner Sicht Hinweis auf ein bereits voll verwirklichtes Patriarchat. Das Orakel zu Delphi. In der Form, wie es später bestand, war es ein patriarchalisches Orakel. Und die matriarchalische Urreligion war zwar noch vorhanden, aber war gewissermaßen in den Hintergrund gedrängt worden und ist daher auch nicht auf den allerersten Blick überhaupt erkennbar. Ein anderer Aspekt des Übergangs vom Matriarchat ins Patriarchat ist ja auch die in der Bibel erwähnte Geschichte vom goldenen Kalb. Das Kalb also als Symbol für das Stierzeitalter, wo es ja heißt, dass Moses seiner Gefolgschaft, den Israeliten, verbietet, das goldene Kalb anzubeten, um es herumzutanzen, wie es in der Bibel steht, und stattdessen
den einigen Gott Jahwe anzubeten, der ja in bestimmten Verhältnis zum Widder stand. Das Kalb und der Stier spielen ja auch eine ganz wichtige Rolle. Der Stier ist ebenfalls ein Kulttier der großen Muttergöttin. Stier hat auch sehr viel zu tun mit der landwirtschaftlichen Revolution, also mit der Erfindung der Landwirtschaft in der Jungsteinzeit. Es gibt das Stieropfer, heute noch in sehr dekadenter Form in Spanien als Stierkampf erlebbar. Es gibt auch zahlreiche Stieropferungsmythen, die genau hinweisen, wiederum auf diesen Übergang vom Matriarchat zum Patriarchat. Das entsprechende patriarchalische Tier war der Widder. Der Stier wird quasi negativ besetzt, indem er letztendlich geopfert wird, und der Widder wird zum eigentlichen Kulttier erhoben, wie man zum Beispiel sieht, dass keltische Krieger trugen Widderhörner an ihren Helmen, das goldene Vlies ist ein Widderfell, also im frühen Patriarchat ist sehr stark eine Betonung des Tieres Widder da, wobei noch hinzukommt interessanterweise der astrologische Konnex, dass nämlich dieser Übergang auch am Übergang vom Stierzeitalter zum Widderzeitalter stattgefunden hat, ungefähr 2000 bis 1800 vor Christus. Ja, das ist ein sehr interessanter Aspekt mit dem geopferten Widder, dem Opferlamm, was ja später im Christentum als Symbol für Jesus Christus verwendet wurde, der eben selbst am Kreuz starb, also geopfert wurde, um dann eben 3 Tage später an Ostern aufzuerstehen. Und jetzt ist ja so, dass sich das Osterdatum berechnet anhand dem ersten Vollmond nach der Frühlingstag- und Nachtgleiche. Und die Tag- und Nachtgleiche im Frühling ist im Jahreslauf der Sonne ja die Wiedergeburt des Lichts, also wenn die Sonne an Weihnachten an der Wintersonnenwende das Sonnenlicht wieder zunimmt, ist ja durch die Kirche die Geburt Christi platziert worden im Jahreslauf. Und dann ab dem Zeitpunkt, nämlich der Frühlingstag- und Nachtgleiche, wo das Sonnenlicht, also die Sonnenstunden, den Nachtstunden wieder überwiegen, also noch mehr Licht den Tag bestimmt, ist dann sozusagen die Wiederauferstehung Christi gesetzt worden. Und das sind ja eigentlich relativ heidnische Zeitpunkte, die dort gewählt wurden, oder vielleicht sind sie auch universal und wurden entsprechend von der Kirche deshalb übernommen. Nun ist aber der Name Ostern höchstwahrscheinlich von der germanischen Fruchtbarkeitsgöttin Ostara abgeleitet. Und da stellt sich jetzt die Frage, inwiefern sich das alte Fest der Ostara dem Osterfest der Christen ähnelt. Sie haben Ähnlichkeiten, aber auch große Unterschiede. Der Termin des Osterfestes zunächst einmal, das ist ein Termin, der aus dem jüdischen Kalender kommt. Das ist das sogenannte Passafest. Das ist ja der Sonntag oder Montag nach dem Vollmond, nach der Frühjahrstag und Nachtgleiche. Diesen Kalender hatten selbstverständlich die alten Germanen und Kelten nicht. Die Germanen haben sich einfach nur an die Frühjahrstag- und Nachtgleiche gehalten. Also sie hatten vermutlich ein Äquinoxfest in irgendeiner Form gehabt. Interessant ist ja, dass in anderen europäischen Sprachen Ostern nach Passa benannt wird, also mit Worten, die ähnlich wie Passa klingen. Allein im Deutschen und im Englischen heißt es Ostern oder Eastern. Und das geht tatsächlich zurück auf eine Göttin namens Ostara, was aber auch mit der Himmelsrichtung Osten zu tun hat, Sonnenaufgang. Allerdings muss man gerechterweise dazu sagen, dass diese Göttin Ostara als Frühjahrsgöttin teilweise auch fast eine Erfindung des Jakob Grimm gewesen ist in seinem Buch Deutsche Mythologie, weil er nämlich nicht viel mehr als eine Namensgleichheit als Beleg hat für eine solche Göttin namens Ostara. Also diese Göttin ist sehr stark hypothetisch, aber wir können sie als eine Frühjahrsgöttin der Germanen annehmen. Und wenn sie das ist, ist sie ebenfalls eine Erscheinungsform der Mutter Erde. Nun ist ja
das Osterfest und die insbesondere die Auferstehungsthematik aufs engste verbunden mit den Einweihungen in die Mysterien der Erde. Können Sie uns dazu Beispiele geben? Ja, den meisten griechischen Mythen liegen Mysterienkulte oder Einweihungen zugrunde. Das sind aber nicht alles zwangsläufig Einweihungen in die Mutter Erde, sondern es sind auch Sonneneinweihungen oder Einweihungen, die sich um andere kosmische Gottheiten drehen. Wenn man es mal herausfiltert auf Einweihungen in die Mutter Erde, dann haben wir nach wie vor im griechischen Bereich diese wichtigen Mysterien von Eleusis, die sich um die Göttin Demeter und ihre Tochter Persephone gedreht haben. Und parallel dazu haben wir in Kleinasien die Mysterien von Attis und Kybele. Da geht es ebenfalls jeweils um eine große Erdmuttergöttin und letztlich auch um Einweihung in ihren Kult. In Ihrem Buch erwähnen Sie den Begriff der Tiefenökologie. Inwiefern unterscheidet sich der Begriff Tiefenökologie vom Konzept der herkömmlichen Ökologie? Ja, der Begriff Tiefenökologie ist Anfang der 1970er Jahre von dem norwegischen Philosophen Arne Naess eingeführt worden. Üblicherweise spricht man im anglophonen Bereich von Deep Ecology und gemeint ist damit einfach eine Ökologie, die die spirituelle Dimension mit beinhaltet. Im Gegensatz zu einer rein, sagen wir mal, systemischen oder systemtheoretischen Ökologie, oder zu einer Ökologie im herkömmlichen Sinne, wie er etwa auch von den Darwinisten verwendet wird, wie er von Ernst Haeckel verwendet wurde. Ernst Haeckel war ja der eigentliche Schöpfer des Begriffs Ökologie. Aber da fehlt noch die spirituelle Dimension. Ökologie im Sinne von Ernst Haeckel heißt eigentlich nur, dass die Organismen auf der Erde miteinander zusammenhängen, aber dass die ganze Erde eine lebendige Wesenheit ist, dass es ein planetarisches Bewusstsein gibt, das ist ein Schritt darüber hinaus und das wäre bereits eine spirituelle Ökologie, das wäre bereits eine Tiefenökologie. Und was ist der Unterschied zwischen Tiefenökologie und der herkömmlichen Ökologie? Das Unterscheidungskriterium ist der Aspekt des Bewusstseins. Ich kann theoretisch Ökologe sein, aber nicht unbedingt von einem Erdbewusstsein ausgehen. Nicht unbedingt sagen, dass die Erde eine planetarische Wesenheit ist, dass es ein planetarisches Bewusstsein gibt. Wenn ich diesen entscheidenden Schritt tue, dann gehe ich über die herkömmliche Ökologie hinaus und dann betrete ich den Boden der Tiefenökologie. Ich erkenne gewissermaßen die spirituelle Dimension der Erde an. Ich erkenne Aspekte an, die über das rein Materielle hinausgehen und das ist das Feld der Tiefenökologie. Heißt das, dass sich für denjenigen, der dieses Feld betritt, Chancen eröffnen würden, aus der gegenwärtig vorherrschenden Krise der Ökologie herauszukommen? Ja, denn eine herkömmliche Ökologie reicht offenbar nicht aus. Wir brauchen eine Vertiefung dieser Ökologie, indem wir eben einfach die Erde als ein eigenständiges Lebewesen, als eine lebendige Wesenheit anerkennen. Und ich bin der Meinung, dass nur eine neue planetarische Kultur auf der Erde, die die Mutter Erde als Gaia anerkennt, nur die kann eine ökologische Wende bringen. Nur die wird dazu führen, dass wir auch in den künftigen Jahrhunderten dauerhaft und nachhaltig mit der Erde zusammen wirtschaften können. Was glauben Sie, welche Art von Bewusstsein müsste entstehen in den Köpfen der Menschen oder in ihren Herzen? Dazu muss auf jeden Fall eine spirituelle Bewusstwerdung stattfinden und es muss ein Bewusstsein dafür entstehen, dass Bewusstsein oder Geist auch außerhalb des Menschen existieren kann. Das heißt, wir müssen die Tierrechte anerkennen, die Pflanzenrechte anerkennen. Wir müssen auch in Pflanzen lebendige und irgendwo auch bewusste Wesen sehen können. Das ist die Art von Bewusstseinswandel, die ich dabei denke. Man muss abkommen vom Anthropozentrismus, dass der Mensch also im Mittelpunkt steht, dass der Mensch alleiniger Geistträger ist. Wir müssen quasi das Geistige teilen mit all dem anderen Leben auf diesem Planeten Erde
und dann hätten wir eine Gaia-Kultur am Schluss.